Modder haben mal wieder den Vogel abgeschossen und einen wirklich unglaublichen technischen Meilenstein in Skyrim erreicht. Ich bin der Amemus und hier auf meinem Kanal dreht sich alles rund um Rollenspiele, vor allen Dingen um Skyrim und die Elder Scrolls Reihe. Wenn dich das interessiert, dann bleibe gerne mit einem Abo am Start. Heute schauen wir uns eine Modifikation für den PC an, wo es lange hieß, das wäre technisch nicht umsetzbar. In Skyrim und in vielen anderen Computerspielen gibt es sogenannte Kollisionsbugs. Boxen. Diese definieren, dass wir nicht durch Wände, Steine oder Türen einfach laufen können. Eines der größten Probleme bei diesen Kollisionsboxen ist allerdings das Gras. Denn diese haben so welche Boxen nicht, weil sonst die Rechenleistung für den PC so hoch wäre, dass dieser sich halt einfach abschalten würde. In Skyrim reagiert das Gras nicht auf unsere Bewegung oder die der NPCs. Das sieht dann zum Teil ziemlich komisch aus, wenn das Gras einfach so durch uns durchgleitet. Die Mod InB Grass Collisions macht jetzt allerdings genau das möglich, dass Gras auf unsere Bewegungen und der NPCs reagiert. Besagte Mod ist nicht mal größer als 2 KB und sorgt dafür, dass einer der beeindruckendsten und interessantesten Effekte in Skyrim integriert wird. Lange Zeit war das wirklich undenkbar, weil man hier eigentlich an der Engine schrauben muss und diese ist verschlüsselt bzw. für die Modder nicht zugänglich. Dennoch hat das jetzt genau der talentierte Modder Boris Rontsov geschafft. Dieser hat übrigens auch die InB Series sich ausgedacht und entwickelt. Hierbei handelt es sich um ein Programm, was bestehende Shader in Skyrim verbessert, aber weitere Effekte in das Spiel integriert und dafür sorgt, dass Skyrim auch noch im Jahr 2022 wie ein neues Spiel aussieht. InB Grass Collisions funktioniert nicht nur bei einem Spieler, sondern auch bei NPCs und Tieren. Dank der Mod stellt sich eine gänzlich neue Immersion ein. Im hohen Gras kann man jetzt Tiere rascheln sehen und manchmal handelt es sich um einen Wolf, der uns dann angreift. Das Ganze fühlt sich einfach viel, viel lebendiger und noch echter dadurch an. Dadurch, dass das Gras und die Pflanzenwelt nun mit uns interagiert, macht es halt einfach noch mehr Spaß, durch die Wälder von Skyrim zu streifen. Das Tollste dabei ist, dass diese Mod auch noch komplett kompatibel ist mit allen Grasmods. In meinem Test hat die Mod erstaunlicherweise recht gut funktioniert mit der Grasmod Volkvengra. Hier und da gibt es noch einige kleine Bugs und nicht immer sieht der Effekt wirklich gut aus. Die Mod befindet sich aber auch noch im Work in Progress. Der Entwickler wird hier noch weiter dran schrauben und den Effekt weiter bearbeiten und verbessern. Interessanterweise frisst diese Mod kaum Performance. Erste Berichte über diese Mod haben suggeriert, dass halt 10 bis 20% FPS-Einbrüche existieren würden. Dem ist nicht so. Der Entwickler schreibt selbst, dass das Ganze maximal 2 FPS kostet. Wie stark die Einbrüche sind, hängt stark von der Grasmod ab und wie generell euer Setup aussieht. Wie installiert man nun diese fantastische Mod? Die Installation ist eigentlich kinderleicht. Ihr braucht hierfür eine installierte InB. Wenn ihr nicht wisst, was das ist und wie man das installiert, dann klickt euch hier mal gerne in das Video rein, denn da habe ich euch ganz einfach erklärt, wie ihr das installieren könnt. Mit einer InB hübscht ihr euer Skyrim deutlich auf, es ist die wichtigste grafische Komponente, um Skyrim Next Gen aussehen zu lassen. Ganz wichtig, damit die Mod richtig funktioniert, braucht ihr die neueste InB Series für die Skyrim Special Edition. Nach meinem Kenntnisstand funktioniert die Mod nicht für die Skyrim Legendary Edition. Wenn ihr die InB Series und ein dementsprechendes Preset installiert habt, dann könnt ihr hier einfach weitermachen. Geht auf die Seite von InB Grass Collisions, Link dazu übrigens unten in der Beschreibung, und klickt auf den Reiter Files. Hier ladet ihr euch die Presets einfach manuell herunter. Öffnet das heruntergeladene Archiv mit einem Entpackungsprogramm eurer Wahl, wie zum Beispiel hier in diesem Fall 7-Zip. Ihr habt jetzt hier verschiedene Ordner mit verschiedenen vorkonfigurierten Dateien. Ihr könnt hier einfach nach und nach ausprobieren, was das Beste für euch ist. Ich habe mich einfach für die Version 1 entschieden und diese entpackt ihr halt einfach in euer Spielverzeichnis. Fertig ist InB Grass Collisions installiert. Die Mod funktioniert mit dem normalen Standardgras in Skyrim, aber halt natürlich auch, wie ich es bereits erwähnt habe, mit gemoddetem Gras. Ich empfehle euch hier wärmstens die Mod Volkvengra, die ich eben schon einmal erwähnt habe. Volkvengra überholt in allen Regionen von Skyrim das Gras und sieht wirklich ziemlich fantastisch aus. Dazu ist diese Mod noch ziemlich performancefreundlich und sorgt zusätzlich dafür, dass ihr 3D-Covers als Texturen auf dem Boden bekommt, was ziemlich realistisch aussieht. Ich persönlich bin wirklich unglaublich
unglaublich davon beeindruckt, was die Skyrim Modding Community hier wieder geschaffen hat. Es macht wirklich unglaublich Spaß, mit EMB Grass Collisions zu spielen. Das ist zwar nur eine kleine Mod, die aber im Kern eine große Auswirkung auf die Immersion und den Realismus in Skyrim hat. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr die Mod bereits nutzt und wie gut sie bei euch funktioniert. Hier geht es jetzt weiter mit der Frage, warum genau dieses Elder Scrolls Spiel eigentlich kein Elder Scrolls Spiel ist. Klick dich gern mal rein. Ach ja, wenn du es noch nicht getan hast, dann abonnier doch gerne meinen Kanal für die neuesten News zu Rollenspielen und zu Mods.